Willkommen zurück zu einem weiteren Meta aus der Erweiterung Heart of Thorns. Und ja, wir sind in den verschlungenen Tiefen. In einer Minute 45 geht's los und über die Wegmarke Zusammenfluss der Leylinien kommt man auf die jeweiligen vier Bahnen, wo dann jeweils ein Chuck-Potant auftaucht. Und ich mache dieses Event hauptsächlich jetzt nur noch, um die Leylinien-Kristalle für die Heimatinstanz zu bekommen. Aber auch dieses Event ist, gerade wenn man die Raid-Rüstung macht, sehr, sehr lukrativ, da man zum einen die Chuck-Eier bekommt und Leylinien-Kristalle, die man für die ganze Rüstung benötigt. Wir haben vier Bahnen, die Naab-Bahn, wir haben die Rata-Novus-Bahn, die Nuho-Bahn und die Ogre-Bahn. Und wenn man auf Englisch mit der Steuerungstaste der Rechten das klickt, kriegt man die englischen Begriffe auch. Und ja, falls jemand das noch nicht weiß, wenn man auf einer Karte ist, wo nicht viel los ist, kann man hier über das Kontakt- und LFG-Tool auf Gruppensuche, Heart of Thorns und verschlungene Tiefen sieht man dann die ganzen Einsatztrupps. Wir sind auf einer Karte jetzt, wo gut was los ist. Es geht jede Sekunde los. 30 Sekunden König des Dschungels. Heute auf meinem Mac mit unserem Toro. Und ja, ich würde Fernkampf versuchen zu machen, empfehlen, denn er macht irgend so eine Suppe unter sich, die einem wirklich relativ schnell zack, boom, bang, tot macht. Genau. Wir dürfen, sobald wir jetzt hier gleich die Zeit runter haben, hier diese ganzen Chuck-Eier kaputt machen. Jede Bahn hat eine andere Voraufgabe. Es gibt welche, wo man irgendwelche Pilze kaputt machen muss. Dann was, wo man so Energiekerne auf die jeweiligen Dings schmeißen muss, auf so Roboter, sage ich mal. Eine der Bahnen weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Und wir flitzen jetzt einfach hier so ein bisschen rum, killen die Fischens nebenbei, schmeißen ein paar Minen, dass wir die Chuck eimern, weil durch dieses Getriggere von diesen Eiern zerstören kommt der dann und der wuselt hier irgendwo auch schon rum. Der Potant, man sieht den, der hat dann dieses Zeichen auf dem Kopf, aber ich glaube, der kommt von hier hinten angedüselt. Es ist ein sehr, sehr cooles Event, meiner Meinung nach. Geht super flott und wenn man einen Kommandeur hat und schaut, dass wenn der eine kaputt ist aus der Bahn, dann zu einer anderen schnell flitzt, kann man zwei. Ich habe letztens sogar drei Stück geschafft, was eher so eine Seltenheit ist. Aber es hat geklappt und das ist ja das Wichtigste. Und man hat die Chance, wenn man, da ist er schon, der Chuck-Potant, wenn man die Endtruhe lootet von diesen Chuck-Eiern, die zeige ich euch später dann mal, dass man da zwischen einem Ei, fünf Eiern und ich glaube 10 Eiern bekommt. Ich hatte leider bisher noch nie das Glück, nur die 5er Eier zu bekommen, die 10er leider noch nicht. Das ist gerade, wenn man die Raid-Rüstung macht, natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man da direkt 10 Stück kriegt, weil da kann man zwei Rüstungsteile dann mit bauen. Und ja, ich habe da leider nicht so ein Glück mit. Aber okay, gut, ich mache dann halt das Event ein, zwei Mal mehr. Es ist echt cool, macht Spaß. Wir haben hier auch direkt einen Heldenpunkt, den wir meistens mitnehmen, wenn wir hier sind. Und man sieht, wir haben hier viele nicht aus dem Einsatztrupp. Und wenn man auf der Karte rumguckt, wir haben hier keinen, aber hier sind ein paar und da. Wir sind nur 22 Leute. Aber es geht. Es ist wirklich machbar. Wir haben insgesamt, ich glaube, genau 14 Minuten Zeit. Hier unten sehen wir es. Und ich glaube, das mal so, dass wir hier ein bisschen was sehen. In 6 Sekunden kommt der Chuck-Potant und dann dürfen wir ihn angreifen. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat mit den weiteren Events. Ich hatte die Sammlungen, meinen Uni-Stress nebenbei und es wollte einfach nicht. Aber wir haben ja nicht so viele große Events hier auf der HOT-Bereichskarte. Wir haben den Chuck-Potant, wir haben einen güldenen Talkessel, Taria mit den Ranken. Werde ich wahrscheinlich versuchen, ob ich es im Anschluss direkt noch... Oh, ja, wird auch mal von so ein paar Felsen erschlagen, wenn man zu viel babbelt nebenbei. Und das ist so eine lila Grütze, die der da rausspuckt. Keine Ahnung, wo genau. Aber auf jeden Fall macht er das direkt unter sich. Und wenn man dann direkt drin steht, ja, stirbt man leider. Relativ flotti Karotti. Wo ist unser Toro die ganze... Da ist die Suppe. Hier ist diese Suppe. Das ist so ein grünes... die grün, Entschuldigung. So ein lila Feld. Und ja, das macht gut Schaden. Oh nein, da sind welche kaputt gegangen. Genau, wir haben ja schon ein großes Event, was ich euch gezeigt habe. Und zwar die Matriarchin.
dauert höchstens 2 Minuten, das Event. Wir kriegen super viele Brechstangen. Wir kriegen Luftschiffteile. Ich sag's immer falsch. Lerne ich, glaube ich, auch nie. Die kriegen wir viel, was auch wichtig für die Rüstung ist. Und es dauert wirklich super. Es dauert wirklich nicht lang. Auf jeden Fall kriegen wir auch mit den ganzen Trotzleisten, die wir hier haben, für den einen oder anderen das Daily auch. Heute ist bei mir zumindest im Spiel am Tag, dass wir eine Trotzbar machen müssen. Und 8 Sekunden. Ist irgendwas schon kaputt? Nee, wir sind gut in der Zeit. Kein Dings. Oh! Ja, jetzt vor lauter Gucken gucke ich selbst nicht hin. Genau, und jetzt können wir ganz schnell unseren Rollikäfer nehmen und zur anderen Seite flitzen und unterstützen. Ich gehe meistens, ja, wenn man vor lauter Drut nichts sieht, direkt gegenüber in die Bahn. Das ist die Scar-Bahn, glaube ich, wenn sie so heißt. Aber man sieht auch anhand der Pfeile, dass wir aktuell nur noch die Bahn haben. Heißt, man fährt dann nicht so ein bisschen den doppelten Weg. Mal gucken, ob wir hinkommen, ob es noch Zeit ist. Nee, okay. Jetzt haben wir heute leider wirklich nur einen gekriegt. Da hatten wir gute Leute mit bei. Und hier unten bei der Wegmarke, ich weiß gar nicht, die habe ich euch erwähnt, ne? Zusammenfluss der Leylinien, haben wir hier unten dann die erste große Truhe. Und jetzt nicht direkt danach ausloggen, sondern wir müssen jetzt 11 Minuten warten. Und zwar, ich renne erst immer in die falsche Richtung, bevor ich es dann checke. Wir haben hier eine Riesenwand, wo dann noch diese kristallisierten Vorratslager, oder wie diese Chuck-Teile heißen. Jetzt müssen wir 10 Minuten warten. Wir können ja aber schon mal gucken, was wir so bekommen haben. Ich habe ein Ei bekommen. Und hier aus der Truhe, verschlungene Tiefentruhe der Heldenauswahl, kann man sich ein zweites Ei rausholen. Heißt, wenn man das Event einmal macht, kriegt man 2 Eier. Die große Truhe, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, die kriegt man immer, wenn man das Meta-Event mitmacht. Ich glaube, die kann man immer looten, auch mehrmals am Tag. Ich hole mir aber jetzt den verschmolzenen Edelstein hinaus, die brauche ich nämlich für meine legendären Waffen. Und wir gucken mal ganz schnell in die ganzen Beutel rein, die wir so bekommen haben. Man kriegt guten Loot, finde ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Zeit unten ist. So, in knapp 35 Sekunden geht's dann auch los. Die meisten von uns haben es hier echt gemütlich gemacht. Ein Stuhl nach dem anderen ist hier rausgekommen. Und es sind so coole Stühle mit bei. Allein das Teil habe ich bisher jetzt noch nie gesehen. Und was ich immer so schön finde, wenn man mehrere Leute mit an die Stühle nehmen kann, das finde ich halt echt cool. Das, ich glaube, das ist der Familienstuhl, glaube ich, oder? Was ich am mega coolsten finde, ist die kosmetische Inspizieren. Das ist so cool. Ich glaube, genau, man sieht nur die Waffen und den Rücken. Schade, man sieht nicht den Stuhl. Das finde ich schade. Okay, jetzt die Zeit ist rum. Wir haben jetzt hier nochmal eine große lila Truhe bekommen und wir haben einen Teilnahmerang von 105% bekommen. 80.000 und 10 Erfahrungspunkte. Davon Beutel mit seltener Ausrüstung, 5 Beutel mit Ausrüstung, 5 mit globaler bedeckter Turnister und 5 Fiolen Chucksäure. Apropos Chucksäure, 19 Stück. Okay, ich sollte die Kisten aufbekommen. Und wir kriegen 75 Leylinien. Kristalle. So. Einmal runter vom Stuhl. Und dann dürfen wir hier diese kristallisierten Vorratslager auflösen mit unserer Schacksäure. Es sind, glaube ich, 9 oder 10 Stück. Wir haben hier noch eine andere Art von Truhe und wir müssen aufpassen. Hier hat wieder ein Spaßvogel ein Portal aufgemacht. Ich versuche dann immer die... Ja, ich kriege die Truhe jetzt leider nicht rein. Das Portal ist im Vordergrund. Würde ich einfach kurz warten, weil die können euch hinporten, wo sie hinwollen. Manchmal nehmen sie dann die nächste Truhe mit, aber oft ist es so, dass man an irgendeine Wand oben hin geportet wird. Irgendjemand ist da hinten tot. So, hier unten haben wir noch ein kristallisiertes Vorratslager. Und man kriegt wirklich viel Loot. Dafür, dass das Event wirklich nicht lange dauert, kriegt man nicht so viele Truhen wie in Tarea, das ist klar. Aber man hat halt immerhin noch die Chance, dass man die anderen
Chuck-Potanten mitbekommen kann. Wie gesagt, ich schaffe es meistens, zwei mitzumachen. Letztens hatte ich sogar die Möglichkeit, drei mitzumachen. Das war das erste Mal, dass das geklappt hat. Bei dem könnt ihr euch dann auch die Filiolen mit Chucksäure holen. Es ist derselbe Preis, nur halt mal fünf. Und was die hier auch haben, wir haben einmal hier so ein Mini-Nuho für 1000. 1000 muss man erstmal zusammenkriegen, aber wenn man die Rüstung hat, kriegt man das eigentlich gut hin. Und was wir hier auch haben, den habe ich mit Soraya euch schon mal gezeigt. Wir haben so einen coolen Froggy, den wir dann, ja, überall spielen können. Der kann nicht kämpfen. Also wir haben keine Waffen, soweit ich weiß, aber wir können coole Ausweichrollen machen und cool durch die Gegend watscheln. So, jetzt muss ich aber nochmal gerade ganz kurz gucken, ob ich jetzt alle Truhen habe, nicht, dass ich jetzt eine zu wenig gelootet habe, aber es sieht gut aus. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres zweiten Meta-Events von der Erweiterung Heart of Dawns. Und ja, ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Du freust dich auf dieses Event, machst es selbst mal, es ist wirklich nicht schwierig. Die anderen Bahnen kann man auch gerne auskundschaften. Man sieht eigentlich, was die anderen so machen und man kriegt ja auch von den NPCs die einem helfen, durch dieses Event zu kommen, was man so machen muss. Wie gesagt, das ist wirklich nicht schwer. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim nächsten Event, was du mitmachst, beim nächsten Spielabenteuer, was du hast. Würde mich sehr über ein Like, einen Kommentar freuen. Und wenn du ganz neu bist, kannst du gerne den Abo-Button klicken. Bist somit dann auch neu mit in der Community. Ich kann dich willkommen heißen und du verpasst keine Videos und unterstützt mich zugleich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Am Ende findest du zwei Waffenskin-Sammlungen, die ich dir vor kurzem gezeigt habe. Falls du dir die gerne freischalten möchtest, kannst du das gerne tun. Wünsche dabei ganz, ganz viel Spaß und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.